Sodala, Hallöchen, Mahlzeit, grüße dich. Herzlich willkommen. Ja, gehen wir denn ins Bett oder was machen wir denn jetzt? So, wir gucken mal auf die Karte. Ja, wir sind hier im Klo. Nee, wir sind in Sasau. Wo sollen wir denn hin? Hier können wir hin, genau hier zu der Kneipe, da gehen wir hin. Sprich mit dem jungen Mann, der dem Kloster beitreten soll. Natürlich, dann gehen wir doch gleich mal hier. Dann gehen wir doch gleich mal hin. Wo ist denn der Gaul, der Blöde? Da ist er. Mitz. So. Ja. Dann gehen wir doch mal. Hui. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich reite immer so bekloppt. So. Gehen wir hier runter. So. Ja. Jetzt läuft's doch da. Ja. So, hier entlang. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Danke. Ich muss mir erstmal wieder aufrappeln da. So, hier sind wir doch richtig. So, dann gehen wir mal hier entlang. Aber hier sind voll Leute unterwegs, ne? Ja. So, weißt du was? Wir legen uns jetzt da mal geschwind schlafen. So, wo ist der gute Mann? Wir fragen die Leute mal alle. Hallo Bürger. Bürger, lass die drin. So. Ja, einen Moment. Hallo Shankmai, du musst doch was wissen. Wo ist mein Bett? Nein, dann sie weiß nichts. Ja, das sehe ich genauso. Dorfbewohner, der vielleicht. Beste Grüße. Beste Grüße, mein Freund. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Möge Gott über dich wachen. Na, haben wir doch schon einen mal. Ist das Karl? Ich glaube, der eine ist Karl. Beste Gesundheit. Der ohne Mützen. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Hieß der Karl? Der hieß doch anders. Ist der nicht Nils? Hier, der ist der Nils. Ja, der Karl. Schön, dich zu sehen. Na, Karl, alles fit? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Alles Gute. So. Friskenmaler, hey, grüß dich, mein Freund. Bist du Karl? Gott sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Nix so weit. Bist du Karl? Ist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Nee. Lebe wohl. Wie abstoßend. Ja, lebe wohl. Mach's gut. Servus. So, ihn haben wir noch. Der schaut ein typischer Karl aus. Schönen Tag. Hey Karl, alles fit? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Mach's gut. Mach's gut. So. Irgendwo muss der ja sein, ne? Vielleicht weiß der Wirt was. Glück und Gesundheit. Glück und Gesundheit, mein Freund. Ich grüße dich. Bist du Karl? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank ist es ruhig hier. Ja, das freut mich. Ich frag dich trotzdem. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Also wenn der jetzt gesagt hätte, ja, ne? So, ich will hier natürlich keine Unruhe stiften, was ist das für einer Dorfbewohner? Mit dem haben wir, glaube ich, schon. Vielleicht ist drinnen hier noch einer. Bier für mich. So, wir fragen mal alle ab. Hier, der war ganzer Lansdorf. Schön, dich zu sehen. Schön, dich. Oh, das ist er. Der hat so eine ganz ruhige Stimme. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Schade. Okay, mach's gut. Ade. Na, wir haben hier noch ein paar zur Auswahl. Ihn zum Bleistift. Beste Grüße. Der könnte Karl sein, der hat so auffällig weißes Haar. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. So, jetzt doch nicht. Die Frage ist: Gott sei mit dir. Wird der Karl sich zu erkennen zeigen? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Vielleicht schützt er sich auch nur, ne? Man weiß es ja nicht.
Okay, einzige Möglichkeit ist halt tatsächlich noch da oben, ne? Ich konnte und... Ey, Wirtshaus raufbolz! Willst du, dass ich dir die Birne einhau? Ich hau dir gleich was, Wächter. Genau. Komm nur her. Haha, geil. Jetzt gibt's auch noch aufs Maul. Ah, Träumler, komm, wir looten ihn mal. Groschen 6, ja, okay, das hat's gar nichts. Trockenobst nehmen wir auch noch gern mit. Den Rest lassen wir mal da. Agilität sind wir, glaube ich, jetzt ansonsten auf, ne? So, schauen wir, ob der vielleicht hier irgendwo liegt. Aber hier liegt der auch nirgendwo, ne? Okay, wir sind jetzt hier auch schon längst draußen. Also muss sie hier sein. Also kann der ja vermutlich... Ah, schau her, steht er doch schon wieder. Hier können wir schlafen und speichern. Wir gehen aber... Sperrstunde? Oh, jetzt geht's ham. Ach du grüne Neun, jetzt geht's ham in die Käskiste. So. Das ist unsere Bude. Karl, da haben wir ihn doch. Den alten Hundskribbel. Schützer Manfred, hey, schlaf nicht. Warum wächst er mich? Hau ab! Okay. Dann machen wir das jetzt ganz einfach so. Wir legen uns auch nochmal schlafen eine Runde. Ich hoffe, wir schlafen jetzt mal 7 Stunden. Ich hoffe, er haut jetzt nicht gleich ab. Beziehungsweise ist dann gleich wach. Okay, er hat einen Beschützer, das ist natürlich nicht gut. Schaut aber gut aus, ne? Also so von den Klamotten her. Okay, der hat einen Beschützer, ne? Das ist halt das Ding. Nein! Nein, ich Depp! Ich Depp, wir hätten dem die Dokumente klauen sollen. Ich vollhorscht. Hey, dann bin ich ein Depp. Uiuiui, ich hoffe, die schlafen jetzt noch. Ich hoffe, die schlafen jetzt noch. Wir werden dann auch jetzt noch mal kurz geschwind ins Badehaus gehen. Meine Süßen. So. So, wir werden mal schauen. Okay, der hat nur Kohle. Beschützer Manfred. Wir beklauen die mal jetzt erstmal nur. Das ist die Frage, ne? Vielleicht hat er hier noch Dokumente. Schreiben des Klosters, yes. Manfreds Geldbeutel. Braune Steppjacke, Knüppel.
Nein, Aufgabe fehlgeschlagen, nein! Können wir mit dem nicht mehr reden? Wir machen mal nichts, wir... So, wir gehen mal ins Kloster. Aber, liebe Freunde, wir nehmen natürlich unsere Klamotten nochmal mit. Blaue Tunika. Rüstung, da wollen wir hier. Verzierte Schießmedor. Wollen die mir nichts kutten? Mönchskutte, hier haben wir die Mönchskutte. Die ist noch optimal, die nehmen wir mal mit. Warte mal. Pfad der Erleuchtung, Quest begonnen. Was haben wir denn heute? Komm, wir laden. Ja, wir laden mal, weil wir, ja, weil wir es können. Wir reden jetzt mal mit denen. Wir versuchen es mal. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal mit ihm zu reden. Vielleicht können wir ihn über den. Mich juckt es nämlich jetzt, oder beziehungsweise mich interessiert es jetzt doch sehr, was der zu sagen hat, ne? Was der. Na, was schon. Sehr schön, liebe Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und weil wir es können, spulen wir noch mal eine Stunde nach vorne. Aber nur, weil wir es können. So, die Leute sollten doch jetzt langsam mal wach werden. Kann ich mit dir reden, Beschützer Manfred? Steh mal auf. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, also. Schlafen. Okay, vielleicht bringt es doch noch was, dass wir noch mal eine Stunde. Aber dann ist 8:30, Mensch, da musst du mal langsam aufstehen, da. Fauler Sack. Wie kann man so lange schlafen, ey? Jetzt flackt immer noch hier, ne? Ich warte jetzt nochmal. Warte mal, bis der jetzt aufwacht. Der pennt noch. Wie lang pennen denn die Sache mal? Okay, weißt du was? Eine Stunde machen wir jetzt noch. Jetzt haben wir dann kurz vor 10, jetzt müssen die nochmal aufstehen hier. Die faulen Säcke. Sorry, aber mich interessiert es halt jetzt. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so lang schlafen? Also wenn der Mönch werden will, ne? Muss der aber schon früh aufstehen da. Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. So, wir machen jetzt nochmal nach vorne. Jetzt haben wir dann 11. Kloster stehen die schon, glaube ich, um 5 auf. Das gibt's doch nicht, dass die jetzt immer noch schlafen da. So, jetzt machen wir Spum aber nochmal nach vorne, aber dann langt's hier.
müsste auch mal wieder was essen. Jetzt ist aber Schluss, jetzt haben wir 12 im Mittag. Toll, wo sind die jetzt hin? Scheiße, wo sind die jetzt hin? Ich hoffe, die haben das Ding noch hier drin liegen. Ich bin wieder am Arsch. Bin ich unsichtbar? Hier drüben? So, jetzt erstmal ein Schlüssel. Sind wir noch nicht aufs Maul? Da haben wir ihn doch, oder? Jo, Karl! Was dauert da so lange? Bier her! So, dann reden wir mal mit ihm. Ich hoffe, er ist uns gut gesinnt. Gott sei mit dir. Na, ausgeschlafen. Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Was, wenn ich an deiner Stelle... Lass uns trinken. Können wir unter vier Augen sprechen? Können wir unter vier Augen sprechen? Es gibt da... etwas wegen des Klosters. Im Ernst? Ich würde gern mit dir darüber sprechen. Aber solange Manfred mir im Nacken sitzt, haben wir keine Ruhe. Werde ihn für mich los. Bitte. Möge Gott über dich wachen. So, werde Karl Beschützer los, damit wir mit Karl in den vier Augen springen jetzt. Okay, was machen wir denn mit ihm? Was muss ich tun, damit ich was zu trinken kriege? So, was müssen wir tun, dass wir Manfred hier... Da ist es schon. Hey, Manni. Beste Grüße. Na, wie läuft's im Staat der Dänemark? Sei mit dir. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Ich habe eine Nachricht vom Vater des jungen Herrn. Würdest du uns für kurz allein lassen? Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft, und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier, aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tunig gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Mach's gut. Würfel mit Manfred Wasserschorle wäre nicht schlecht. So, wir machen weiter, beziehungsweise wir würfeln. Hey, geil, Manni! Alter, Verwalter, liegen wir los. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Keine Ahnung. Wieder alles. Zack, zack. Zack, bis 3000. Okay. Schauen wir mal, wer die besseren Karten hat. Beziehungsweise die besseren Würfel. Hui, Money. Ein Bier. Das war's. Was passiert, wenn ich jetzt gegen den gewinne? Verdammt! Also wir müssen jetzt gegen den spielen, ne? Ich kann nichts dafür. Aber es macht Spaß. Und ich freue mich. So, sehr schön. Eins. Mal schauen, vielleicht schaffen wir die 2000. Ich denke aber eher nicht. Na, fast sogar. Jetzt 3-1, dann passt das. Na, leider nicht. The money. Wow,
Wow, wow, wow. Sehr schön. Sehr, sehr coole Karten. So passt. Jetzt muss er kommen. Ja, 3,5er ja, wenigstens. Ich muss mir mein Bier wohl selbst holen. Was ist mit diesen verfluchten Würfeln los? Ist doch eh nicht, was du immer zusammenwürfelst da. Hier, so, 1, 2, passt. Jetzt könnten wir eigentlich auf Nummer sicher gehen, theoretisch. Wir gamblen aber ein bisschen. Na? Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, servus, grüß dich, hol mir mal ein Bier. Yeah, yes, 600, hui. Dachte ich schon, ne? Ach, die drei fehlen, ne? Theoretisch könnte ich eigentlich jetzt einmal Schluss machen, ne? Komm, einmal machen wir noch. Einmal machen wir noch. 50 brauchen wir nur noch. Ah, schaut. Okay, was soll's. Ist wurscht. Wir werden es, denke ich, sowieso gewinnen. Aber ich hätte halt Stopp machen sollen, ne? Weitermachen bringt nichts. Okay, jetzt machen wir aber hier, gehen wir mal auf hier auf Nummer sicher. 1, 2, 3, zack, so. Hui, 350 sollten wir doch hinkriegen. Mm. Soll ich? Nicht? Nein, besser nicht. Ja, war ein schönes Spielchen, aber. So, zack, zack, zack. Ja, haben wir doch genau 350. Es läuft doch hervorragend. Du hast Glück. Zu viel für meinen Geschmack. Hey, Money! Gibt's hier was zu essen? Den Humpen hierher. Ach, der schwankt noch. Hey, Karl. Alles fit? Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. So. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Wer nicht? Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Hm. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. So, jetzt wendet dem Beschützer den Geldbeutel, na sehr schön. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut, es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden.
Verschwinden? Natürlich, bin schon Mittel auf dem los. Weg. Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Na, dann wissen wir doch, was wir zu tun haben. Das wäre alles. Mach's gut. Sehr cool, sehr schön. Karl, alte Schlaftabletten. So, wo ist denn der andere jetzt? Sag bloß, der pennt jetzt oben. Vielleicht pennt er jetzt oben, dann hätten wir's, ne? Yeah. Nein, den töten wir natürlich nicht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts, okay. Aber wir können ihn bestehlen, was wir natürlich hier gerne tun. Der schläft jetzt nämlich seinen Rausch aus. Yeah, sehr schön. So, beschrieb dich zum Schreiben zum Pförtner des Klosters. So, entwende den beschützenden Geldbeutel und das Schreiben, haben wir alles gemacht, sehr schön. Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Dann gehen wir jetzt nochmal zu ihm, oder? Und geben ihm den Geldbeutel. Hey, Karl. Ich habe deine Sachen. Wunderbar. Gib mir den Beutel. Mit dem Schreiben kannst du machen, was du willst. Ja, komm. Bitte sehr. Viel Glück, was auch immer du mit diesen Mönchen vorhast. Mach dich lieber auf den Weg, bevor Manfred merkt, dass er bestohlen wurde. Und was wirst du nun tun? Meine Sachen packen und verschwinden. Wenn der Alte merkt, dass ich weg bin, möchte ich über alle Berge sein. Alles Gute. Wünsche ich dir auch, Karl. Sehr schön. Ich habe ihm jetzt mal alles gegeben, weil er braucht, er hat's Nötige für einen Neuanfang. Ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr, Freunde. Ich freue mich sehr. Was war's zuvor? Ja. Bevor wir aber jetzt ins Kloster gehen, ins Kloster, ja. Kloster. Ja, sind wir hier im Schwaberländle. Halt, hier können wir rein, ne? Sehr schön. Ja, wir werden uns hier noch ein bisschen sauber machen, uns ein bisschen rausputzen. So, meine ich Liebe. Ich möchte... Aha. Ja. Und ja, wir drücken das jetzt mal nach vorne. Ich brauche Heilung, Bad, saubere Kleidung. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Natürlich. Aber zuerst das Geld. Ja, ja, schlechte Zeiten und so, ne? Wissen wir doch alle. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? So, wir fangen mal natürlich wieder mit 23 Franken an. Zufrieden? Mehr. Mehr willst, die gute Frau, dann kriegt's mehr. 24,5, das passt. Du wirst das nicht bereuen. Gott behüte dich. Na, das ist doch sehr schön. Sehr schön, dann machen wir hier eine Stunde. Wunderbar, dann sind wir sauber, dann können wir ins Kloster gehen. Liebe Freunde, und zwar morgen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bei Kingdom Come Deliverance. Macht's gut, Servus. Euer Franconia, ciao. Na, wir warten doch jetzt das noch ab, ne? Ich glaube, der speichert jetzt sogar noch. Dann warten wir das jetzt hier auch noch ab, dann sind wir nämlich auf der sicheren Seite. Na? Sehr schön, Spiel gespeichert. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Und morgen geht's dann. Ja. Hierüber Richtung Kloster. In diesem Sinne, macht's gut, Servusler. Und bis morgen, euer Franconia. Ciao.